Leute, was geht? Ich habe ein OG Skins Account Contest über Instagram veranstaltet. Heißt, jeder von euch kann mir immer noch einen Account schicken, also den krassesten, den ihr habt oder den ihr von euren Freunden kennt. Das könnt ihr auch euren Freunden sagen. Und derjenige, der am Ende den krassesten Account hat, der bekommt einfach 100 € V-Bucks von mir draufgeladen. Also ihr müsst quasi gar nichts tun. Ihr müsst mich nur in einem Video euren Account vorstellen lassen und da muss schon mindestens ein OG-Skin drauf sein. So, und der Bre meinte heute, er hat den heftigsten Account. Deswegen dachte ich mir, okay, wir müssen uns das unbedingt anschauen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergisst nicht Abo und Like da lassen. Und ich habe mich nicht gelumpt, Freunde. Gibt es euch direkt Creator Code VVS? Also, wenn ihr mich supporten wollt, das würde mich sehr supporten. Und auch einfach Epic Namen in die Kommentare schreiben, wenn ihr mit mir zocken wollt. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Der Bruder ist Level 16, hat 100 V-Bucks auf dem Account. Die Frage ist, wie viele Solo-Wins hat er schon? 41, 2500 Kills, mehr als gespielte Matches, ist stabil. 150 Duo-Wins, auch mehr Kills als gespielte Matches, ist auch stabil. Und bei Teams hat er fast doppelt so viele Kills wie gespielte Matches und 168 Wins in LTM. Boah, in LTM hat er fast dreimal so viele Kills. Aber LTM ist immer so eine Sache, es hat, ich würde nicht sagen, wenig mit Skill zu tun, aber ist auf jeden Fall leichter als zum Beispiel in normal Solo Kills zu machen. Dann gehen wir direkt rüber in den Spind. Und er hat direkt den Season 3 Banner, der am beliebtesten eigentlich ist, der auch auf dem Cover von Fortnite drauf war damals, ausgewählt so. Er hat aber auch hier den Season 10 Banner. Also es ist auf jeden Fall ein OG Season 0 Account, das merkst du direkt. Boah, der Banner ist auch richtig cool. Season 5 Banner ist es sogar. Der kam direkt in Chapter 2 rein. Den Banner habe ich damals auch sehr, sehr oft benutzt. Dann hier Midas. Ah, das ist Chapter 3 Banner, krass. Dachte, dass der von Midas Zeit ist. Hier ist Season 8 Banner. Also ich muss mir auch mehr die Banner durchschauen, weil es sind schon sehr, sehr geile Banner eigentlich dabei, die man voll vergessen hat. Zum Beispiel wie dieser Season 5 Banner hier oder dieser Season 7 Banner. Den weiß ich auch noch, den habe ich voll oft benutzt. Ich weiß nicht wieso, aber ich fand, der sah übertrieben fresh aus. Dann hier der Season 5 Banner auch. Der war auch sehr, sehr cool in Season 7. Boah, an den Season 4 Banner kann ich mich auch gar nicht erinnern. An den erst recht nicht. Aber der sieht extrem cool aus, aber ich würde sagen, wir gehen direkt rüber zur Musik. Also er hat auf jeden Fall den OG Remix und Korallenklang, das ist eh somit die beste Musik. Dann hat er, boah, ist das? Rette die Welt. Ich weiß nicht, ob die selten ist. Also schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob die Rette die Welt Musik selten ist oder ob man die instant bekommt, wenn man Rette die Welt hat. Hier ist Season 6 Gruselmusik. Aber er hat nicht die OG Musik. Er hat nur die OG Remix Musik aus Season 6. Okay. Ah, wir sehen es direkt. Battlebus Banner. Also direkt ein seltener Banner. Ihr habt mir so viele Banner in die Kommentare geschrieben, irgendwelche Rette die Welt Banner. So, also ich gehe hier einmal durch und ihr schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr irgendeinen Banner seht, der selten ist. Aber ich sag euch ehrlich, ist das jetzt der Blitzbanner? Also auf jeden Fall, einer hat in die Kommentare bzw. mehrere geschrieben, dass es ein Rette die Welt Blitzbanner gibt. Aber ich sehe mal so viele Blitzbanner und ich weiß halt nicht. Ja, hier ist auch zum Beispiel noch einer. Ich weiß nicht, welcher damit gemeint ist. Aber den World Cup Banner, das ist ja dieser mit diesem Pokal drauf. Der ist auch ganz selten. So, den habe ich bisher auch einmal erst gesehen. Also ja, er hat halt den Battle Bus Banner, der ist richtig selten. Dann haben wir hier, oh, ich glaube, er hat sie, oder? Ja, er hat die Magma Tarnung und, ah nee, die ist nicht selten. Die kam sogar erst in Kapitel 3 rein. Also man sieht auf jeden Fall, er kauft sich aktiv Tarnungen. Aber so, ich kenne mich bei vielen Sachen aus, bei Skins, bei Hängegleitern, so bei Spitzhacken und so. Aber bei Tarnungen kenne ich mich null aus. Aber hier zum Beispiel Season 7. Aber die meisten sind vom Battle Pass. Ich weiß zum Beispiel, Sonnendruck ist noch vom Battle Pass, ist die schwarze John Wick. Also die musste man kaufen. Die könnte eigentlich ganz selten sein. Und die sieht auch übertrieben clean aus. So All Black Everything.
die ist extrem geil. Also bisher von dem Style und so gefällt mir der Account sehr, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist somit die geilste Tarnung, die ich bisher gesehen habe, um ehrlich zu sein. Dann sehen wir hier, er hat direkt Take the L, er hat direkt die OG-Tänze für uns ausgewählt. Müssen wir gar nicht anschauen eigentlich. So, also man merkt auf jeden Fall, dass er ein richtiger OG-Player ist und alle seltenen Sachen hat. Er hat 469 Tänze. Wie viele Lackierungen hat der? 80 nur, aber 469 Tänze, das ist schon verdammt viel. Also wirklich verdammt, verdammt viel. Da muss er auch okay, wo sind die ganzen Emotes? Ja, den Emote kenne ich zum Beispiel gar nicht. Der ist bestimmt, ja, Star Wars Reihe. Digga, Fortnite hat mittlerweile auch so viele Kooperationen. Boah, der Emote war damals so geil. Ich kann mich noch erinnern. Das war einfach wirklich der coolste Emote, den es damals gab. Das war der erste Emote, so, der reingekommen ist, der so einen coolen Effekt hatte. Wisst ihr, wie ich meine? Was ist das? Boah, an den kann ich mich auch gar nicht erinnern. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht gespielt. Boah, der war auch cool, als der in Season 9 reingekommen ist. Ich weiß noch ganz genau. Oder der Wurm war auch cool, ja, Mann. Also, bisher ein sehr cooler Account. Aber jetzt kommen wir zu den interessantesten Sachen, in Anführungsstrichen. Ja, also hier Season 3 Bläschen. Dann auch hier das, hier die Season 3 Flammen. Digga, wenn du nicht mit Performance-Modus spielst, die Sachen sehen immer viel krasser aus. Boah, dieser Season 6 Hänge-Falleffekt sieht auch extrem geil aus. Den finde ich auch extrem cool. Der kam ja in Chapter 2 rein. Dann was gibt's noch? Ja, diese Blitzeffekte. Der kam in Season X rein. Der gehört zum Drift-Set. Boah, der sieht heftig aus. Den wählen wir aus. Jetzt kommen wir zu den Hängegleitern. Also hier, ich mach kurz die Augen zu und gehe ganz nach unten. Ja. Ja. Er hat sogar den Gründer-Hängegleiter, den man, glaube ich, nur in RDW bekommt. Er hat den Season 2 Hängegleiter. Und die Frage ist, boah, der ist, glaube ich, oha, der ist auch krass, der Hängegleiter. Exklusiv nur für Gründer. Die Frage ist, okay, er hat schon mal den ersten Battle Pass Hängegleiter. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr wild. Boah, krass. Arktik-Einsatz, das ist einfach der Hängegleiter von Recon Expert. Der ist tot selten. Also wirklich, der ist extrem selten. Dann hat er hier den Mako-Hängegleiter, ja. Also der ist auch, Bruder, der ist einer der seltensten Hängegleiter, die es im Spiel gibt. Das ist krass. Der, das ist so nervig, wenn du deinen rechten Stick bewegst, kannst du nicht mehr den Hängegleiter drehen. Das nervt voll, wenn man sich einfach die Sachen anschauen will, aber es geht einfach nicht, weil du die nicht drehen kannst. Dann, was hat er hier noch? Ich glaube, der ist auch ganz selten, ja. Also diese ganzen grünen Hängegleiter, die sind teilweise seltener als die blauen oder so. Das merkst du auch straight. Boah, der ist auch Season 1, aber der kam mit der Zeit wieder rein, glaube ich. Aber hier sind extrem viele. Digga, er hat so viele Season 1 Hängegleiter. Also von den Hängegleitern her, außer er hat den Aerial Assault Trooper nicht, ist es einer der seltensten. Dann hier auch Season 1, aber der ist auch mit der Zeit wieder reingekommen, aber der sieht auch extrem cool aus. Also wirklich sehr, sehr krass. Season 3 Hängegleiter. Hier sind ein paar Hängegleiter am Start, die man noch nie gesehen hat, glaube ich. Beziehungsweise sehr, sehr selten. Der ist auch cool. Der ist richtig cool, Mann. Dann jetzt Spitzhacken. Ich mache die Augen zu. Wir gehen von unten nach oben. Diese Season 8 Spitzhacke ist eigentlich auch ganz selten, wenn man in Chapter 1 gespielt hat. Junge, damals Season 8, wenn du diese Spitzhacke bekommen hast, die waren nothing special. Heute sie ist einfach selten, weil wir schon Chapter 3 haben. Das ist voll krass. Okay, ja, jeder hat diese Standard Tryhard Spitzhacken. Das merkst du so richtig. Jeder hat die hier, jeder hat die hier und jeder hat die hier, der OG Skins hat. Und natürlich auch hier, Bruder, die beste Spitzhacke, die es je in Fortnite geben wird. Frage ist, ob er die Renegade Raider Spitzhacke hat. Wenn er die Renegade Raider Spitzhacke hat, dann ist vorbei, Freunde. Dann ist ehrlich vorbei. Boah, die habe ich auch noch nie gesehen. Krass.
Boah, die ist, glaube ich, auch extrem selten, aber ich glaube, die ist wieder in den Shop gekommen und wir haben das erste Highlight auf diesem Account. Er hat einfach Galaxy Skin. Also ich glaube, wenn er die Spitzhacke hat, muss er auch den Galaxy Skin haben. Und den Galaxy Skin hatten wir bisher noch gar nicht. Deswegen, Digga, der Account kann nur krasser werden. So, ich hoffe... Boah, krass, was ist das für eine Spitzhacke? Okay, Rick and Morty Spitzhacke. So, dann hier die Season 3 Spitzhacke. Boah, die Slurp Spitzhacke war eine Zeit lang auch sehr, sehr selten. Ich glaube, sie ist sogar mittlerweile immer noch selten. Aber sie ist halt in Chapter 2 sehr oft reingekommen, sonst wären sie noch seltener. Dann haben wir hier vom ersten Battle Pass die Spitzhacke. Digga, bei der denke ich immer, dass die Renegade Raider Spitzhacke ist. Harley Quinn war auch eine Zeit lang übertrieben selten. Die Spitzhacke kann man sich einfach für 1 Euro oder so kaufen auf einer Internetseite. Und mit der hast du auch Zero Delay. Also falls ihr Cups spielt, holt euch auf jeden Fall die Catwoman Pickaxe. Die ist extrem geil und auch gar nicht teuer. Habe ich mir auch geholt auf meinen Main Account. Eine meiner Lieblingsspitzhacken tatsächlich. Warte, und ich habe da ganz oben noch eine Spitzhacke gesehen, die ich auch noch nie gesehen habe. Bruder, was sind das für Spitzhacken? Digga, was ist das, Alter? Ich habe die noch nie gesehen. Okay, jetzt wird's spannend. Ich habe die Augen zu, ich gehe ganz nach unten. Und die Frage ist jetzt, auch eines der geilsten Backblinks. Okay, ja, den Leak hatten wir schon. Aber die Frage ist, ob er Black Knight Shield hat oder ob er OG Skulltrooper Backblink hat. Boah, die Flügel kommen auch immer wild, egal ob in weiß oder schwarz auf den Skins. Oh, die Katze ist süß. Oh. Die Katze ist extrem süß. Oh, schau mal. Ja, das kam in Season 7 rein. Das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, dass dir das übertrieben gefallen hätte. Also falls ihr euch wundert, meine Freundin ist neben mir. Und es gibt auch, schau hier, Hundis. Oh, so süß. Und man konnte auch im Shop eine Katze kaufen als Backbling. Wenn die wieder reinkommt, schenke ich dir die. Die war so pink und voll süß. Echt? Ja. Oh, so süß. Ja, Mann. Also die müssen ehrlich so mehr Haustiere auf den Rücken reinbringen. Aber Digga, der Hamster ist eh der coolste immer gewesen. So, der war auch an sich ganz cool. Der hat manchmal fröhlich geschaut und manchmal richtig böse. Das weiß ich noch. Aber OG Skulltrooper scheint auf dem Akku. Oh, okay. Wir haben den zweiten OG Skin. Also, wir haben jetzt schon mal Galaxy Skin und wir wurden jetzt schon mal mit Schwarzer Ritter gespoilert. Also schon mal zwei OG Skins. Das ist extrem krass. Aber ich glaube, wenn ich nicht OG Skulltrooper übersehen habe, gibt es auch OG Skulltrooper hier drauf. Digga, den, also der hat manche Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Wirklich, der hat manche Backblinks, die habe ich einfach noch nie gesehen. Das ist voll krass. Aber das ist auf jeden Fall bisher ein sehr, sehr krasser Account. Okay, Freunde, Stunde der Wahrheit. Ich mache die Augen zu und ich gehe full nach unten. Okay, krass. So, er hat auf jeden Fall schon mal Season 1 Skins, die aber wieder drin sind. Von denen habe ich euch schon die Geschichte erzählt, dass der eine Zeit lang OG war, dann aber leider in Season 8 oder 9 reingekommen ist mit diesem anderen Style. Ansonsten wäre das auch ein geiler OG Skin geworden. So, aber wir gehen jetzt, so langsam kommen die blauen Skins. Also wenn Renegade oder Aerial Assault Trooper drauf ist, dann wird der gleich kommen. Boah, der Skin ist auch cool. Da kannst du selber so die Farbe und alles designen. Also der ist echt extrem cool. Du kannst auch dein Hoodie selber designen. Das ist sehr, sehr wild. Aber jetzt kommt so langsam, boah, den Skin mag ich auch extrem in dieser Variante. Aber jetzt kommt so langsam, okay, Blaumütze. Frage ist, ob jetzt noch Renegade oder Aerial Assault Trooper kommen. Also das würde dem Account so einen krassen Boost geben. Oh, das ist auch ein sehr, sehr geiler Skin, den du richtig geil designen kannst. Aber es sind noch paar blaue Skins verfügbar. Oh, immer noch kein Renegade, aber es sind... Digga, der Account ist extrem stacked. Ich frage mich am Ende, wie viele Skins drauf sind. Ja, so verdammt viele Skins. Junge, das war damals in Season 4 mein Main Skin, weil ich habe ja Locken. Und das war der erste Skin, der mit Locken reingekommen ist. Aber jetzt ist die Frage, ob Renegade kommt, und immer noch nicht. Aber es ist noch eine Chance verfügbar. Okay, also wir haben, aber der Skin ist auch selten. Dieser Banditen-Skin, der kam in Season 1 rein. Ich glaube, der ist auch extrem selten, weil der lange nicht mehr drin war. Und
Der Recon Expert Mann ist jetzt mittlerweile einfach seltener als die Recon Expert Frau, logischerweise. So, und der Recon Expert Mann, Digga, der war so lange nicht mehr drin. Also, falls den einer von euch hat, schickt mir euren Account, weil den will ich auch mal wieder sehen. Und wir wissen, OG Skull Trooper ist nicht drauf. Der einzige OG-Skin, der diesen Account jetzt noch retten könnte, und es ist auch einer der schönsten und seltensten OG-Skins, ist OG Ghoul Trooper. Aber die Frage ist, ob OG Ghoul Trooper drauf ist. Es sind noch viele seltene. Ah, die Banane, einer der coolsten Skins, die Fortnite je reingebracht hat, Season 8 Skin. Aber die Frage ist jetzt, ob OG Ghoul Trooper drauf ist. Also der Account ist echt stacked. Oh, aber es sind noch mehr verfügbar. Egal, wir geben die Hoffnung nicht auf. Es sind immer noch mehr verfügbar. Oh, wir geben die Hoffnung immer noch nicht auf. Wisst ihr noch, als Lebkuchen-Skin OG war damals und dann einfach, Digga, die haben einfach in Season 7 war das, glaube ich, haben die den wieder reingebracht und dann war der nicht mehr OG. Okay, ist hier der OG Ghoul Trooper? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh mein Gott, okay. Wir haben hier jetzt schon mal zwei OG-Skins. Einmal die Funkelspezialistin und einmal den Galaxy-Skin. Premiere auf diesem Kanal. Ich habe so viele Account-Videos schon gemacht und nicht einmal kam der Galaxy-Skin. Und hier ist er endlich drauf. Und die Frage ist jetzt... Ja, rechts daneben ist doch auch ein OG-Skin. Ja, die Frage ist jetzt, ob er OG ist. Babe, ich mache die Augen zu. Und du sagst mir, welche Farbe der Skin hat. Hat er grün? Nee. Hat er so ein helles Grün? Nee. Hat er rosa? Ja. Oh mein Gott. Einer der schönsten und seltensten OG-Skins. OG Ghoul Trooper, Freunde. Also, das ist ein sehr, 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 sehr krasser Account. Weil er hat sehr seltene Hängegleiter. Er hat zwar nicht seltene Spitzhacken so, aber diese beiden OG-Skins hatten wir sehr selten bis gar nicht bisher. Vor allem den Galaxy-Skin. Und falls ihr auch viele Exclusive-Skins habt, weil die sind ja auch selten, könnt ihr mir gerne eure Epic Games-Daten über Instagram schicken, dann stelle ich euren Account vor. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Aber ich markiere mal kurz die OG-Skins. Ja, die drei auf jeden Fall. Digga, einfach drei OG-Skins nebeneinander. Das hatte ich auch noch nie. Boah, der Skin sieht auch extrem cool aus. Den habe ich damals voll gefeiert, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe. Das war so seit langem wieder ein Skin, der reinkam, wo ich gesagt habe, der sieht heftig aus. Vor allem in den Anime-Varianten. Vor allem diese Variante. Wobei, na, ich würde sogar sagen die. Aber die cleane Variante am Anfang ist auch sehr, sehr heftig. Der ist auch selten, weil der in Season 4 reingekommen ist. Oh, er hat sogar Twitch Prime Season 3 Skin. Der ist auch todselten, Freunde. Den sieht man so, 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 so selten. Also teilweise, du siehst den seltener als OG-Skins. Auf Ernst jetzt, Freunde. Das ist voll krass. Das ist ehrlich richtig heftig. Und dann haben wir hier den Schwarzen Ritter. Auch einer der schönsten OG-Skins, meiner Meinung nach. Mit dieser All-Black-Optik und alles. Also den habe ich damals, als er reingekommen ist, so krass gefeiert. Also wirklich einer der geilsten Skins, die Fortnite je designt hat, meiner Meinung nach. Und die Rote Ritterin war damals auch OG, aber die haben sie so verunstaltet. Die Arme, Alter. Und was haben wir noch drauf? Hat der Omega in Full? Natürlich hat der Omega in Full. Aber in Lila ist der viel cooler. Ja, Mann, der ist todwild. Omega auch sehr, sehr geiler Skin. Digga, dieser Skin, ich werde den nie checken. Lux Skin, auch All Black ohne Schwanz. Sehr, sehr geil spielbar. Aber was ist denn die Variante da oben drauf? Was ist der Unterschied zwischen der Variante und der Variante? Also ich merke keinen großartigen Unterschied, ich glaube. Nee, ich merke keinen Unterschied, einfach beides dasselbe. Ansonsten, Havoc war auch damals extrem selten. Ich weiß nicht, ob er noch selten ist, aber warte mal, doch, ich glaube, der ist selten. Also ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich habe den extrem lange nicht mehr gesehen, Freunde. Ich bin gerade am Überlegen, ob der selten ist. Boah, ich glaube aber schon. Ihr müsst es mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Aber dieser Account ist so stacked. Er hat auch John Wick, Blingerella. Oh, Digga, Carnage. Der macht mir voll Angst. Aber ja, sehr geiler Account. Muss ich ehrlich gestehen.
So hat auch, glaube ich, gefühlt jeden Battle Pass Skin. Aber Drift habe ich nicht gesehen oder habe ich ihn übersehen? Er ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwas übersehen habe, schreibt es in die Kommentare. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Vergiss mich nicht auf Instagram. Also mein Instagram ist auch immer unten verlinkt. Da ist die SimmixYT. Eure seltensten Accounts zu schicken. Wie gesagt, der seltenste Account bekommt 100 € und wie gesagt, neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Vergiss nicht, Abo und Like dazulassen. Creator Code VVS und tschüss.